Das ist Dramatik hier bei Flutlicht im Westschlager. Alles drin, Harenbruck, Eisfeld! Ich glaube, emotionaler geht's nicht. Ich war sehr froh, als Tommy das Ding reingehauen hat. In der 89. Minute Matthias Fetsch nach Freistoß von Welsmüller mit seinem 4. Treffer in dieser Partie. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, kassieren Kack-Gegentore, die uns dann auch einfach irgendwie in den Situationen auch killen. Wir haben jetzt zwei ganz unterschiedliche Szenen gesehen. 11 Spieltage sind vorbei. Wie würdest du die Saison bis jetzt beschreiben? Auch eigentlich ganz positiv, außer diese kleinen Tiefs, die wir hatten, würde ich sagen, dass das Rot-Weiß-Essen die Saison Spaß macht. Auch die zwei Spiele gehören irgendwie zu Rot-Weiß-Essen dazu, wo wir richtig auf den Sack bekommen haben. Irgendwie gefühlt, seitdem ich hier bin, gibt es immer mal so ein Tief, wo du dich aber auch wieder rausarbeiten musst. Und das schaffen wir eigentlich in jedem Jahr sehr gut. Und ich bin froh, dass wir eigentlich ganz gut in die Saison gestartet sind. Du redest von wir. Ich habe eine Aussage von Dabro auf der Pressekonferenz ganz massiv im Kopf. Die hat mich auch beschäftigt. Dieser Sieg heute zeugt von einer intakten Mannschaft. Was meint er damit? Beschreib das mal aus deiner Sicht. Wer mal so einen Tag in der Kabine ist, der weiß, dass die Stimmung einfach richtig gut ist und dass wir Spaß beim Training haben, dass wir eigentlich auch alle Bock haben, Fußball zu spielen. Klar war es diese zwei Wochen sehr schwierig, da gute Laune zu haben in der Kabine, wenn du auch so auf den Sack bekommst. Aber gerade deswegen muss man das so hervorheben, dass wir dann auch so gegen Dortmund wieder zurückkommen. Wenn du diese Woche mit der Vorwoche vergleichst, wie viel ruhiger schläfst du, Sadi? Ja, deutlich. Also das nimmt ja auch jeden mit, wenn du da auf dem Platz stehst, vor allem da gegen Ferl, weiß ich, ich wollte einfach nur weg. Also das war halt so ein ganz ekliges Gefühl da, du warst auch irgendwie machtlos. Das will ich nicht mehr haben, ich hoffe, das kommt auch nicht mehr. Und jetzt bin ich froh, dass wir dann das Spiel in Dortmund gewonnen haben und du merkst es halt auch, die Stimmung ist nochmal entspannter und alle sind gut drauf. Wir haben jetzt so ein bisschen Euphorie, dürfen uns aber auch nicht zu sehr davon tragen lassen, oder? Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, das war auch so ein bisschen dieses Dresden-Spiel, so mit dem 3-1, waren auch alle so, boah, jetzt haben wir Dresden geschlagen und da war meiner Meinung nach auch nicht alles perfekt. Klar gewinnen wir das 3-1 gegen den Tabellenführer, aber man darf auch nicht immer alles zu hoch loben. Man sieht ja, wie schnell es auch wieder in die andere Richtung gehen kann, aber ich glaube, man sollte vielleicht jetzt gerade zufrieden sein und einfach so, dass es so weitergeht. Lass mal ganz kurz über dich reden, ich habe gerade mit Zahlen jongliert. Du bist jetzt 9 Spiele in Folge in der Startelf, rechnet man das Pokalspiel dazu. Hast du das Gefühl, dich auch in dieser Saison noch mal so ein bisschen entwickelt zu haben? Klar, also ich glaube, wer spielt und wer durchgängig Spielzeit hat, der nimmt da sehr viel mit. Das habe ich auf jeden Fall in vielen Richtungen. Also klar, du wirst vielleicht ein bisschen abgezockt auf dem Feld. Es fällt dir alles ein bisschen leichter, auch die Fitness und alles holst du dir einfach über die Spiele. Ich glaube schon, dass ich da auf einem guten Weg bin. Ich muss weiter an mir arbeiten. Ich glaube, da sind auch noch viele Stellen, wo ich selber einfach denke, da kann ich noch einiges besser machen. Aber ich bin natürlich froh, dass ich im Moment so ein Teil der Mannschaft sein kann. Kurzer Blick nach vorne auf Saarbrücken. Man könnte meinen, ich hätte Copy und Paste vom letzten, vorletzten und dem Interview davor gemacht. Physisch starker Gegner, viele Remis, schwer zu schlagen. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, genau das würde ich eigentlich sagen. Also ich glaube, Saarbrücken ist eine sehr intensive Mannschaft, die sehr robust ist. Glaube ich auch, viel einfach Mann auf Mann verteidigt. Und es gilt da einfach gegenzuhalten und vielleicht auch einfach, was unsere Stärke ist, jetzt auch gegen Dortmund wieder, was man gesehen hat, schnell zu spielen und mit viel Spielwitz und dass wir da einfach unsere Qualität auf den Platz bringen. Von Saarbrücken ein Innenverteidiger, ein alter Kollege von dir sogar, Lukas Böder, oder? Ja, richtig. Haben wir damals in Leverkusen zusammengespielt, auch auf der Schule zusammen gewesen. Ist ein guter Junge und wir haben auch noch Kontakt und ich freue mich, ihn zu sehen. In den 90 Minuten zählt dann eure Freundschaft aber nicht, oder? Nee, das natürlich nicht. Also wir wollen gewinnen, auch wenn er dann als Verlierer hoffentlich nach Hause gehen muss. Aber nach dem Spiel können wir uns dann wieder in die Arme nehmen und dann ist auch wieder alles gut. Danke dir, Sadi. Gerne.